heute noch im halben Schlafanzug, wie in den letzten Tagen, also in letzter Zeit, liebe ich es, einfach so eine halbe Schlafanzug-Jogginghose anzuhaben. Ich habe mir jetzt auch nochmal extra neue Schwangerschafts-Jogginghosen gekauft. Ich weiß nicht, der Bauch wird doch jetzt immer dicker und es ist nicht mehr so ganz gemütlich in etwas zu engen Kleidungen. Deswegen wundere dich nicht über meine Mickey Maus hier drauf. Also, ich bin gerade dabei zu backen. Was für eine Überraschung. Also die ganze Familie, vor allen Dingen die Kinder, freuen sich schon darauf. Ich habe nämlich heute wieder was Neues vor. In letzter Zeit backe ich ja viele, viele neue Sachen. Und zwar möchte ich heute Puddingteilchen machen, also beziehungsweise Puddingschnecken. Ich habe noch überlegt, vielleicht mache ich noch ein paar Rosinen mit rein, aber nicht in alle. Obwohl die, die das nicht mögen, die könnten das ja auch rauspopeln. Also ich bin hier schon dabei. Ich habe mir schon alle Sachen rausgelegt. Das sind die Sachen, die ich brauche. Ja, so typisch, was man halt so braucht. Eine Mehl, Milch, Zucker, Hefe, Butter, Salz, Ei, Puddingcreme natürlich. Dann Creme Fraiche, Vanillezucker und Puderzucker. Ich mache jetzt aber erstmal den Teig. Der muss nämlich gleich erstmal gehen. Mit der Hefe sind das ungefähr 30 Minuten. Deswegen mache ich den erstmal fertig und dann quatsche ich gleich mit dir weiter. Ich wollte dir gleich nämlich noch was Tolles zeigen. Meine liebe Dani hatte ja nicht nur ein Paket von mir bekommen. Den Inhalt habe ich dir ja schon gezeigt. Sondern ich habe ja auch ein Paket von der lieben Dani bekommen. Beziehungsweise wir alle. Und da haben sich nochmal ganz viele gewünscht, dass ich zeige, was da drin war. Also sie hat sogar drei Pakete wohl geschickt, weil sie zu mir meinte, das ist nicht gut, wenn man ein ganz großes Paket schickt, weil das dann beim Zoll landet. Deswegen hat sie alles in drei kleine Pakete unterteilt, aber es ist bis jetzt nur dieses eine Paket angekommen. Deswegen zeige ich dir gleich schon mal, was da drin ist. Richtig tolle Sachen, kann ich jetzt schon mal sagen. Also wir brauchen erstmal Mehl. 500 Gramm. Ich liebe das. Ich stehe in letzter Zeit immer noch so oft in der Küche. Zum Mittag habe ich auch schon gekocht. Heute war es auch wieder sehr, sehr lecker aus meiner Küchenmaschine, ein Gericht. Ich mache jetzt so eine Kuhle in der Mitte. Und da kommt jetzt die Hefe rein. So eine ganze Hefe tatsächlich. Einfach einmal so reinbrücken. Ich brauche jetzt 200 Gramm lauwarme Milch. Der Justus ist übrigens gerade oben. Also schon erzählt, aber er ist wirklich so ein toller Papi. Seitdem er sich die Elternzeit genommen hat, nutzt er diese Zeit auch total. Also für seine Kinder. Heute Morgen hat er schon wieder sich mit Clara Elisa beschäftigt, ganz viel. Also immer noch die Weihnachtsgeschenke, ne? Die sind immer noch total Trend hier bei uns. Also kommen super gut an. Das war alles eine richtig gute Entscheidung. Clara hat auch schon ganz tolle Sachen genäht. Die habe ich dir auch schon in der Insta-Story gezeigt. Die Lisa spielt super gerne auch mit ihrem Spielzeug oder auch mit Claras neuem Hof und alles. Und ja, Justus gesellt sich immer dazu und spielt mit. Ich finde das so süß. Ich weiß nicht, ich kenne das nicht so von Eltern oder von Vätern, sage ich jetzt mal, dass sie sich so viel mit den Kindern beschäftigen. Ach, Justus genießt das total. Also er blüht da richtig auf. Ne? Ihm macht das auch echt Spaß. Und das ist so toll für die Kinder. Die nehmen ihn auch immer direkt so ein. Mit Papi immer zusammenspielen. Und mit Johann zockt er zum Beispiel abends nochmal an der Konsole. Und ich kann mich hier austoben, in der Küche backen, kochen, Haushalt machen. Ja, das ist irgendwie eine schöne Verteilung im Moment. So, die Milch ist gleich fertig. Dann kommt sie direkt zum Teig. Schreib mir, ob du was backst. Was backst du im Moment? Außer natürlich das Brot, was ganz viele nachbacken. Aber was backst du sonst noch so? Ich habe jetzt schon Brownies gebacken. Dann werde ich jetzt diese Puddingteilchen backen. Dann habe ich diesen Nutella-Baum gebacken. Das hat super viel Spaß gemacht. War sehr, sehr lecker. Kann ich dir sehr empfehlen. Dann, achso, Berliner. Oh mein Gott. Ja, also alles, ich weiß nicht, es explodiert im Moment so in meiner Küche. Alles, was geht, backe ich. Wir genießen auf jeden Fall diese Zeit noch, bevor es wieder losgeht. Mit Homeschooling, das kommt ja auch noch alles. Aber habe ich dir auch schon gezeigt, wie wir uns schon gut präpariert haben. Bei uns kann es direkt losgehen. Das erstmal die Hefe mit der lauwarmen Milch vermischen. Noch die Butter rein, ein Ei, halber Teelöffel Salz,
Jetzt kommt wieder meine Rührmaschine zum Einsatz. Die macht jetzt den Rest. Mein Teig ist fertig. Schau mal, wie hübsch der aussieht. Perfekte Konsistenz. Jetzt lasse ich ihn ruhen an einem warmen Ort. So wie immer bei mir ist es im Ofen. Kommt da wieder mit Lampe rein. Und währenddessen kann ich dir einmal kurz das Paket von der lieben Dani zeigen. Also ihr erstes Paket. Eins kommt wohl per Schiff. Ich weiß nicht warum. Ob es da irgendwelche bestimmten Gründe gibt. Ich weiß nicht, was sie da reingepackt hat. Aber ja, es kommt auf jeden Fall per Schiff. Und das hier ist aber normal gekommen. War übrigens auch nicht beim Zoll. Also ich musste es nicht extra irgendwie abholen. Hatte ich aber auch schon alles. Ist aber auch alles halb so schlimm. Ja, die gucken da halt immer gerne mal rein, was man denn da so drinnen hat. Ich glaube, das letzte Mal hatte sie mir was geschickt. Da waren irgendwelche kleinen Spielzeugpuppen drin für die Mädels. Und dafür musste ich auch extra zum Zoll, damit wir das aufmachen können und so. Ich glaube, mittlerweile geht das auch per Telefon. Also wenn man denen sagt, ja, mach das auf. Und wenn es okay ist, dann schickt es mir bitte weiter. Dann geht das, glaube ich, auch. Also, was hat sie uns geschickt? Paket Nummer 1 sieht so aus. Wir haben es leider schon so ein bisschen zerfleddelt. Da waren nämlich leckere Sachen drin und die haben wir schon gegessen. Aber ich kann es dir trotzdem einmal kurz zeigen. Und zwar hat sie mir einmal leckeren Tee geschickt. Sie meinte, das ist ihr Lieblingstee. Das ist Zitrustee. Und dann meinte sie noch zu mir, ja, schade, dass du den gar nicht probieren kannst. Dann meinte ich so, warum? Und dann meinte sie, ja, in China dürfen Schwangere keinen Tee trinken. Da dachte ich so, okay, also hier geht das ja, außer natürlich bestimmte Teesorten, Himbeerblättertee etc. Das soll man nicht trinken, aber Zitrustee müsste doch gehen, oder? Weiß das zufällig jemand aus der Community? Schreibt mir das mal bitte, weil ich würde den super gerne mal probieren. Wenn das ihr Lieblingstee ist, muss ja auch richtig gut schmecken. Guck mal, so sieht das aus. So kleine Päckchen kommt das. Ich liebe das, Post aus China. Gucken wir mal rein. Und dann ist das so ein Knubbel. Ich weiß nicht, in China sind ja Tees immer sehr medizinisch auch. Deswegen mal gucken. Vielleicht bin ich da dann doch ein bisschen vorsichtiger. Aber die Verpackung finde ich schon super mega süß. Dann hat sie mir noch diese Kekse geschickt. Ja, das war mal eine Riesenpackung. Das ist jetzt nur noch der Rest. Und zwar sind das japanische Kekse. Und die sind so super mega lecker. Ich habe noch nie so leckere Kekse gegessen. Die gibt es einmal mit schwarzer Schokolade, das sind die mit schwarzen. Und die gibt es nochmal mit weißer Schokolade und die sind richtig lecker. Die haben wir schon alle aufgefuttert. Dann hat sie mir noch das hier geschickt. Das fand ich auch total süß. Das weiß sie natürlich, dass ich das gerne mag. Das sind diese Weißdorn-Süßigkeiten, die es ja aber auch mittlerweile hier im Asiamarkt gibt. Das weiß sie noch nicht. Aber ich finde das so süß, dass sie an mich gedacht hat oder an uns. Die Kinder lieben das ja auch total. Und zu diesen Süßigkeiten hat sie mir auch noch diese Riesendinger hier mitgeschickt. Das ist auch Weißdorn, aber in riesig. In XXL. Guck mal, wie groß sie sind. Dann hat sie noch das hier geschickt. Das ist wirklich etwas, worüber wir uns sehr gefreut haben. Also die Kinder dachten erst, hey, was ist das? Oh, hier schon so. Also als würde man jetzt in die verbotene Stadt rein. Und das ist so toll. Das ist nämlich... Das ist der Wahnsinn für die Kinder gewesen. Die haben das aufgemacht und meinen, wow! Und in Peking waren wir selbst nicht. Also in der verbotenen Stadt waren wir nicht. Aber das ist natürlich trotzdem wunderschön. Hier die große Mauer. Super mega beeindruckend. Also sind auf jeden Fall Sachen, die wir uns unbedingt nochmal anschauen müssen, wenn wir das nächste Mal nach China fliegen. Das ist auch voll schön. Also wirklich alles 3D. Und die Kinder, weiß ich nicht, das ist total animierend für die Kinder, sich das immer wieder anzuschauen. Wunderschön. Haben wir uns super mega drüber gefreut. Über dieses Buch hier zum Anschauen. Das ist jetzt auch die ganze Zeit da bei uns im Bücherschrank, da wo die Kinder auch drankommen. Ging es eben nicht so gut. Jetzt ist es sauer auf mich. Dann musst du ordentlich deine Mahlzeiten einnehmen, morgens, mittags, abends. Wenn du keinen Hunger hast, dann ist es okay. Aber du musst schon ein bisschen was essen. Du bist nämlich nicht mehr alleine, sondern zu zweit. Ja, und Blutdruck, ich weiß nicht, ob du jetzt... Oh, Jesus, lass mich in Ruhe. Dann lass ich einmal ganz kurz machen. Hast du doch schon eben gekocht. Nein, nein. Okay. Es geht jetzt schon wieder. Ich bin wieder topfit. Ja, ich mag das nicht. Nein, es ist...
Also man kann den Blutdruck natürlich messen mit der Manschette oder die erfahrenen Ärzte können das auch mit dem Puls. Und wie man den Puls abdrücken muss. Das ist auch eine Frage. Guck mal, es hat dir geholfen. Wenn ich schimpfe, dann geht es dir besser. Dann steigt der Blutdruck. Vom Puls her bist du noch ein bisschen langsam. Ich war eben so schwindelig. Ja. Mir war so schlecht. Ja. So, also, auf in die Gänge kommt, ne? Soll ich dir noch einen Kaffee machen? Nein. Nee. Das würde nämlich die Probleme auch lösen. Aber ich mache jetzt noch was zu trinken. Das willst du auf jeden Fall trinken, auch wenn du keinen Hunger hast. Keinen Durst hast. Und Banane müssen wir auch noch essen. Das ist doch normal bei mir. Ja. Der niedrige Blutdruck. Ja, wenn du schon sowieso einen niedrigen Blutdruck hast und dann ist es dir auch noch schwindelig. Hier. Ich habe keinen Hunger. Ja, darum geht es ja jetzt nicht. Guten Appetit. Ja, aber nicht. Das zwingt mich immer zum Essen. Ist ja. Das normal? Du kannst auch alternativ, kann ich auch eine Infusion nehmen. Nee. Nein, danke. Dann esse ich lieber eine Banane. Willst du mich jetzt überprüfen, ob ja, ich die Banane esse? Ich muss ja offensichtlich warten, bis du die Banane gegessen hast. Nein, ich habe niedrigen Blutdruck. Also allgemein, durchschnittlich weil sie schon. Weil sie wenig isst und wenig trinkt? Nein, ich habe doch immer niedrigen Blutdruck. Ja, aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie jetzt auch so schwindelig ist und schlechte Luft bekommt und ganz komisch ist. Nein, ich habe auch sonst, versorgt auch durch ohne Blutdruck. Schwangerschaft habe ich doch auch niedrigen Blutdruck. Also ja. Ist das normal bei mir. Ja, aber nicht, dass du immer so halb klapprig bist. Also sieh zu, dass du ordentlich isst und trinkst, dich häufiger streitest mit deinem Ehemann. Aber Baby geht's doch gut. Ja, nicht, wenn dein Blutdruck sehr, sehr niedrig ist. Und dann ist es auch nicht gut fürs Baby. Also wenn du fast umkippst, weil der Blutdruck so niedrig ist, ist es auch fürs Baby nicht ganz so toll. Und krieg morgens nichts runter. Ja. Durch Schmerzen geht der Blutdruck auch hoch. Und dann ist es irgendwann mittags und dann geht es mir ganz schlecht. Ja, ich muss schon aufpassen. Das ist meine auch. Dann ist das Baby nicht gut versorgt, wenn mein Blutdruck zu niedrig ist. Ich habe gar keinen Hunger. Du isst die Banane auch. Ich backe gleich meine Hefeschnecke. Ja, die kannst du auch essen, aber erst die Banane. Ich mach dir was im Kaffee. Mm-mm. Oh Gott, das letzte Mal, als ich beim Frauenarzt war, hat die Hebamme das gesagt. Und meinte sie zu mir, sie haben aber niedrigen Blutdruck. Trinken Sie doch mal ein bisschen mehr Kaffee. Ich meinte sie auch nicht ernst. Ja, oder du trinkst langsam Stützstrümpfe. Ja. Und dann geht's weg. Dann wird dein Blut ein bisschen weiter hochgepumpt. Echt? Ja. Also die letzten Schwangerschaften hatte ich ja diese Stützstrümpfe. Ja, aber das ist ja für eigentlich normalerweise für dicke Beine oder gegen dicke Beine. Aber kannst du auch benutzen, damit der Blutdruck nicht so abfällt. Hilft so ein bisschen bei der Orthostase. Ich muss dir richtig tolle Kniestrümpfe besorgen. Zum Glück habe ich so einen Arztmann zu Hause, ne? Ja, aber du siehst ja trotzdem nicht, dass ich was hier... du bist der beste Patient. Ich würde mir schon Sorgen machen, wenn du nicht da wärst und ich dann plötzlich ganz komisch werde. Dann muss ich dich ein bisschen ärgern und aufregen und dann geht es dir gleich viel besser. Kaffee ist gleich fertig. Hör auf, mach dir mal selber ein. Ich will keinen. Ja, wenn du nicht trinkst, will ich nicht. Ich trinke ganz bestimmt. Ich fange doch jetzt nicht an mit Kaffee. Nee, Justus. Die Maschine ist schon warm gelaufen. Ich will ganz bestimmt. Ja, zu spät. Fertig.
fertig. Mehr hat nicht mehr aufs Blech gepasst. Deshalb habe ich die hässlichen aber weggemacht. Das kommt jetzt ab in den Ofen, 170 Grad, Heißluft und dann 15 bis 20 Minuten. Und dann bin ich ganz gespannt. Da mache ich noch so ein bisschen was drüber, was Süßes. Und dann sind wir auch schon durch. So gut. So sehen sie jetzt aus. Sind auch noch mal ein bisschen aufgegangen im Ofen. Es riecht so gut, wie so ein Pudding. Oh, ich freue mich schon darauf, reinzubeißen. Aber ich mache jetzt noch so einen Zuckerguss drüber. Ich habe leider noch nicht so einen Backpinsel, womit man so schön bestreichen kann. Habe ich mir aber schon bestellt. Also es ist eigentlich schon da. Aber ich möchte es ja noch nicht benutzen. Ich habe das jetzt schon hinten in der Kiste, in meiner Küchenkiste. Da sind schon die ganzen neuen Küchenutensilien, Küchenhelfer etc. drin. Und die werde ich erst im neuen Haus dann einweihen. Das riecht so lecker. Ich will auch mit ihm gleich reinbeißen. Was riecht hier so lecker? Was riecht denn hier so lecker? Mami hat wieder gebacken, Elisa. Und was ist das? Das sind Puddingschnecken. Guck mal, ich mache das gerade hier so hübsch. Die Puddingschnecken riechen echt gut. Ja? Könnt ihr auch gleich essen. Sind noch so ein bisschen warm. Vielleicht schmeckt das auch ganz gut, wenn sie noch warm sind. Also ich serviere jetzt auch immer auf meinem Tortentablett, was ich gekauft hatte für Claras Torte. Ich finde das immer ganz hübsch. Also wenn die jetzt ein bisschen ausgekühlt sind, dann werde ich hier oben auch nochmal die anderen servieren. Das steht dann immer im Wohnzimmer. Und dann können sich die Kinder immer nehmen. Die Schnecken sind fertig. Joas! Pudding? Puddingschnecken, genau. Und aus Pudding, oder? Genau. Ist die Füllung Pudding oder? Die Füllung ist Pudding, ja. Ah! Ich will die Kreabel, oder kann ich auch so essen? Ich liebe das. Ich will mir auch meine ganze Pudding. Papi, wow! Papi! Puddingschnecke! Guck mal, das ist das, was Dani uns geschickt hatte, ne? Oh, guck mal, aus jetzt auf meinem. Warum habe ich denn jetzt gar keine Puddingschnecke? Was ist dir schmecken, mein Schatz? Okay, hier. Nein, probier mal. Ich teile mit den anderen. Okay, ich probiere jetzt. Ich habe noch gar nicht probiert. Schön, wenn es euch schmeckt. Boah, ich freue mich immer wieder. Ach du meine Güte. Oh, lecker. Geht ja durch wie Butter. Voll lecker. Ganz fluffig, essen. Weich, ne? Ey, du hast ja das Innenteil gegessen. Ja. Das ist immer das Leckerste. Ich liebe das, was zu backen und das schmeckt dann auch und dann... Lecker, Mann. Die Mädels hauen weg. Johann auch, oh mein Gott. Einmal abreißen. So, pass auf, ich zeig dir jetzt einmal mit der Gabel. Johann, hast du ja schon aufgegessen. Kann ich gleich noch ein? Auch gleich müssen wir eigentlich ein Abendbrot machen, ne? Ich backe jetzt, immer so spät. Warten, ja, jetzt warten wir erstmal. Ich muss eigentlich zur Tea-Time backen. Deswegen glaube ich ein bisschen besser. Schmeckt es euch? Was ist jetzt? Ist Abendbrotzeit. Abendbrotzeit. Eine Stunde. Darf ich mir noch nehmen? Eine halbe Stunde. Ich glaube, eine reicht, oder? Ich habe hier einen größeren Bauch. Ja, dann hol ich doch mal. Clara hat auch schon weggeputzt. Oh Mann, ich freue mich so. Das ist das Beste für einen Koch, für eine Bäckerin, wenn es dann auch schmeckt. Ich nehme mir noch alle. Gleich habe ich das auch aufgegessen. Elisa auch, ja? Du bist so eine süße Maus, Elisa. Also apropos Zoll. Ich habe eben noch erzählt, dass das nicht beim Zoll war. Und jetzt ist gerade ein Brief gekommen vom Zoll, dass Dannys zweites Paket beim Zoll liegt. Ja, ja. Und Justus ärgert sich so. Ja, das ist, ja, also man muss dann jetzt nochmal für die Nachverzollung, also es muss nichts nachverzollt werden, aber dadurch, dass sie es bearbeiten und dass man es weiter schickt, kostet das jetzt nochmal 27,87 Euro. Und es liegt dann da irgendwie und wir haben jetzt nur 6 Tage Zeit, um zu reagieren. Dann finde ich auch ein bisschen sehr kurzfristig, sonst wird es zurückgeschickt. Okay, zurück nach China. Gut. Jetzt haben wir natürlich, weil alles ist ja total krass vernetzt, haben wir denen jetzt mühselig irgendwie was eingescannt, irgendein Formular und das jetzt per E-Mail dahin geschickt, aber die arbeiten ja jetzt aktuell nicht zu dieser Uhrzeit. Also das heißt,
wir müssen jetzt warten und hoffen, dass sie das erreicht innerhalb der nächsten 5 Tage. Also ich habe noch eben groß erzählt, dass es ja kein Problem ist, dass man da mittlerweile einfach anrufen kann und sagen kann, ihr könnt es aufmachen. Ja, klar, denn den gegessen. Von innen nach außen. Du hast auch schon aufgegessen. Wollt ihr was trinken? Ja, eine Milch. Was? Johann. Boah, hier sind so ganz viele. Ja, zum Glück. Sonst muss ich ja morgen wieder backen. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für diesen Vlog. Ich freue mich einfach riesig, dass die Schnecken gut angekommen sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.